Willkommen zurück bei Azet, The Jewel of Faramore. Mats und ich, wir sind ja, haben gefühlt schon ziemlich viel gemacht in dem Spiel. Aber es gibt immer noch neue Orte und ich frage mich wirklich, wie weit diese Lighthouse-Icons für neue Locations gehen. Vielleicht noch eine zweite Reihe kommt oder so. Genau, der ganze Bildschirm wird voll. Ich finde übrigens, sollten beide einfach viel mehr Kaugummi kauen. Kaust du jetzt Kaugummi? Nee, natürlich nicht. Ich habe nur so getan. Das war, ich versuche mich. Ich wollte gerade sagen, Impro. Würde sich nicht gehören. Impro. Borniale Krypten kommen jetzt, Mats. Let's go. Ja, die Bornialen. Dieser Bereich ist mit böser Macht erfüllt. Du wirst sterben, wenn du hier. Das ging so schnell. Ja, Leute, das probieren wir nochmal. Warum hat es nicht pausiert? Das probieren wir nochmal, Tom. Du wirst sterben, wenn du hier bleibst. Wenn du nur einen mächtigen magischen Schutz hättest. Okay. Vielleicht jetzt, Tom. Also, den können wir schon mal. Nee, ich glaube, es ist. Warte, ich drücke einfach mein Schild. Kommt trotzdem ganz weit. Oh, okay. Und es gibt aber neue Gegnertypen übrigens. Ja, es gibt neue Gegnertypen hier. Dann gehen wir halt zum Sprigum-Vulkan. Oder ist es jetzt hier zu. Oh! Badet der in Lava? Mhm. Damn. Radical. It's royalty. Surfer-Dinge. Aren't you a little warm? You can't beat the heat. Though it's pretty gnarly in the volcano. Only reason why you'd want to go down there is for your spirit. Know what I'm saying? Das ist Modern Vintage Gamer. Oder? Tubular. Kann sein. Doch, doch, das ist ja doch. Okay. Von der Stimme her. Radical. It's royalty. Doch, das ist ja. Stimmt, ja. Wenn man dran denkt. Hier sind wahrscheinlich auch mehrere von den klassischen Retro-YouTubern mit vertreten. Als der Mausemann in der Dings war, da dachte ich auch, ist bestimmt auch jemand. Mhm. Hä? Achso, ist ein Schalter. Okay. Oh, es hat mich tatsächlich noch erwischt, das ist ja gemein. Guck mal, jetzt wird es doch aber ein bisschen anspruchsvoller, oder? Ich weiß, wo ich. Ah! Du musst wieder hoch, ne? Ja. Oh no! Wow, wow, what the fuck? Okay, ich glaube. Wende dich jetzt. Oh! Okay, okay, okay. Oh, das ist aber sehr schnell. Das Lustige ist, dass wir Ende der letzten Folge Dinge gesagt haben, wie ich weiß nicht, ob wir es on-camera gesagt haben, gesagt, ja, es ist noch nicht so richtig anspruchsvoll, doch haben wir on-camera gemacht, in der Abmoderation. Das Plattforming ist noch nicht so heraus. Ah! Das ist aber jetzt kommen die CDI-Momente. Jetzt kommen die CDI-Momente. Aber sehr gut, auf dem Fall schon Gegner erledigen. Das habe ich vorhin auch schon versucht. Weil du darfst dir ja eigentlich gar keine Zeit lassen. Oh. Nee. Oh no. Da fehlt der Doppelsprung. Einmal versprungen. Ne? Ja, wie soll das denn gehen? Ohne Doppelsprung. Ja, man könnte sich heilen. Man könnte die Gegner ignorieren und einfach durchdodgen. Boah. Oh. Tom, das war. Okay. Und dann wird es einfach runtergeblubbert. Finde ich gut. Das finde ich okay. Aber bringt uns gerade nicht so viel, weil da kommen wir nicht runter zu dieser Münze, ne? Achso, oder doch, ist sie jetzt weg? Stimmt. Kommst du da runter? Ja, das wird jetzt wahrscheinlich alles weg sein. Okay. Wenn ich zu der Münze kommen soll? Ja, ja, ich kann mich jetzt hier einfach wieder runterfallen. Okay, dann war das ja doch nicht so schlimm. Ah! Krass, dass die jetzt hier alle so funktionieren. Mit dem. Ja. Fast alle zumindest. Oh. Das sieht auch nicht so hübsch aus, sagte ich vorhin schon. Es wäre eigentlich irgendwie ein roter Schimmer oder so. Eine Kerze. Tschüss. Okay, da sind aber. Tschüss, Kerze. Und dann habe ich ja auch limitiert davon, ne? Ich darf ja eigentlich gar nicht einfach. Random schießen? Ja, also. So, Kerze haben wir. Was ist das? Kristall der Brechung. Aha. Wenn man mit frostigen Manieren könnte das begehren. Ach so. Und da kriegen wir bestimmt noch irgendwas. Vielleicht kriegen wir was Frostiges. Ja, ja, das, ja, ja. Naja, da kriegen wir jetzt die Schutzaura vielleicht. Oh, das kann sein, ja. Das ist sehr gut möglich. Aber zum Beispiel diesen Part jetzt, dass ich hier halt einfach nochmal alles machen muss, das finde ich ist halt nicht irgendwie spaßig. Ja. Weil das ist ja total abgespult. Ich frage mich, warum sie das dann nochmal übernommen haben. Weil hier sind einfach viele Elemente drin, wo ich mir denke, man hätte ein deutlich besseres Spiel draus gemacht, wenn man mehr Design-Sensibilitäten benutzt hätte von Spielen, die man auch wirklich selber spielen möchte. Ja, na, ich glaube halt, dass
vielleicht dann nicht mehr viel überbleibt vom CDI. Na doch, ich glaube schon, allein mit den animierten Sequenzen, mit dem ganzen Spielaufbau und so, da ist ja, das finde ich ja alles nicht schlimm. Auch diesen Adventure-Elementen und dass du in alte Gebiete zurückkehrst. Und vielleicht gibt es ja noch die Abkürzung, ne? Es kann ja sein, dass das alles noch kommt und jetzt einfach noch nicht da ist. Aber momentan ist es eher ein bisschen anstrengend. Ja, man hätte eine Hommage machen können und ein gutes Spiel. Also ja, ein besseres Spiel. Es ist ja auf jeden Fall auch ein besseres Spiel als ja, das die ist aber auch. Aber das, genau, das ist halt keine Errungenschaft an sich, weißt du? Nee, das stimmt. Weil die hatten ja wirklich Minus-Game Design, also. Ja, es war aber auch frühe 90er, da gab es noch nicht so viel. Da ist das doch gerade erst losgegangen mit. Mit den Videospielen generell. Ich meine. Oh, boy. Oh, ich habe das genauso gemacht, dass er mich noch erwischt hat. Come on. Alles okay. So. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich. Irgendwas richtig Cooles wäre auch mal schön. Ja, was Cooles wäre gut. Ein Dumble Jump wäre cool. Aber ich glaube nicht, dass wir das hier kriegen. Nee, das ergibt doch keinen. About that pendant. Well, obwohl wir dann an ihren. I certainly won't be needing it anymore. Farewell. Das wäre so gut. Du kannst jetzt Gebiete durchqueren, die böse spirituelle Energie ausstrahlen. Okay. Es ist auch schon sehr. Du hattest einfach you recht, need it, Mats. You get it. Du hattest einfach recht. So, das heißt, jetzt können wir hier tatsächlich hin. Ja. Wow. Und ein neuer passender Gegnertyp. Und hier ergeben auch die Geister Sinn. Ich freue mich sehr. Und eine Geister Bombe. Geister hätte man eigentlich erst hier treffen müssen. Bombe, Tom. Bombe. Bombe? Da, achso, ja, da. Okay. Ich habe mich gerade kurz gefragt, was du meinst mit Bombe. Bombe. Das, du weißt doch, wenn ich etwas gut finde, sage ich oft Bombe. Bombe. Okay, da kommen wir eh nicht weiter. Ja, weil wir brauchen irgendwas für diese Lampen. Wir kommen jetzt da raus. Ach, das ist eine Leiter. Na gut. Das ist ein Bonus für später. Die Musik ist also ich ach, man nicht, wollte halt so in die CDI-Richtung gehen, aber ja, es funktioniert leider nicht alles, merkt man, ne? Nee. Auch die verschiedenen Auflösungen von Hintergründen und ich meine, das soll Tiefenunschärfe sein, glaube ich, da hinten, aber es sieht komisch aus. Da ist, also es ist ja trotzdem sehr, sehr schön und charmant und ich kann das auch wertschätzen. Aber es ist so für mich so offensichtlich, dass man da noch hätte mehr machen können. Das finde ich so ein bisschen. Ja, das denke ich auch. Man hätte auf jeden Fall mehr machen können. Aber ich kann es trotzdem sehr wertschätzen. Und wenn dann Leute einfach sich nochmal mit der Herkunft oder der Bedeutung dieses Vorbilds beschäftigen. Ja. Kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Es gibt von Stay Forever einen noch relativ aktuellen Podcast zum CDI generell. Zur Historie davon und sowas. Und der ist echt schön. Da kriegt man nochmal so einen Gesamteindruck von dem Gerät und wie das eigentlich entstanden ist und was da so dahinter steckt, weil die Geschichte ist total interessant. Ja, ja. Die Konsole ist scheiße, aber die Geschichte ist gut. Die ist eigentlich viel, viel spannender als die Konsole selber. Ja, ist einfach so. Aber auch das. Kommst du da hoch auf den. Nee, ne? Kommst auf du nicht. Die Krypta hier? Ja, es muss doch ein Double Jump kommen. Ja, irgendwas so. Oder ein Dash oder irgendwie sowas. Hier ist John, der. 15. Nee, so 100. Ist das 100? 15. Was ist der Runde. Der 17. Ja, 12. X ist doch 10. Ja, ja, fünf. Aber normalerweise hast du dann 10 und danach das ist die wahr. Zahlen. Also ist es vielleicht. Ich weiß nicht, was VX sein soll. Keine Ahnung. Oh. Und hier steht. Warte. Also John könnte John Linneman sein, weil der hat ja auch mit dran gewerkelt. Das ist der eine von Digital Foundry. Deswegen. Der hat da mit dran rumgewerkelt? Was hat der denn gemacht? Ja, ja. Ich glaube auch mit designed oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was exakt. Okay. Da müssten wir in die Credits schauen. Ja gut, das ist vielleicht auch eine Sache, die man immer wieder nochmal... Bams. Die man vielleicht sagen sollte, dass das kein AAA... Nee, das sowieso nicht. Er sieht ja hervorragend aus. Der sieht wirklich sehr gut, aber den sehe ich auch eher in anderen Spielen. You know how to put the moves on ghouls.
I'm grateful for you sucking it to those unruly ghosts. Feeling bonesome tonight? Here's something that'll really have you all shook up. My work is pretty grave, but that doesn't mean I can't groove in my bone suede shoes. Okay. All of the pants, please. Okay. Bombenhandschuh. Dieser Panzerhandschuh schlägt mit der Kraft von Bomben zu. Solange du Kraftsteine hast, er kann auch graue Barrieren zerstören. Ah, wie zum Beispiel die im beim ersten Boss. Ach, dann können wir nochmal dahin. Okay, aber ich kann es jetzt nur dreimal benutzen. Du haust einfach. Ach, ist auch so. Wir haben da eine Ressource, die dran gekoppelt ist. Und hier ist nochmal blaues Dings. Es ist inzwischen ziemlich viel, oder? Ja. Es ist überall gegatet durch verschiedene Ressourcen. Und du musst halt immer wieder dieselben Level spielen. Das stimmt, wir müssen jetzt hier nochmal komplett hin. Ja, ja, ja. Also ich glaube, was wir feststellen, liebe Leute, ist, dass ihr hier wahrscheinlich keinen Full Playthrough sehen werdet. Ja. Könnte ein Resultat sein. Also ich glaube, wir haben auch das Prinzip gesehen und das macht jetzt einfach immer nur noch mehr damit. Ja, ich will mir zumindest auch noch die Gebiete angucken, in denen wir jetzt noch nicht drin waren. Weil diese Charaktere oder sowas, das ist halt das, was mich kriegt. Ja, auch der Humor, den mag ich auch, das ist charmant. Aber gerade, weil dieses, das hier, also wirklich exakt das hier, was wir hier gerade machen, ist halt Zeitverschwendung. Also das musst du nicht einbauen in dein Spiel. Das Spiel gewinnt dadurch, finde ich, sehr, sehr wenig und verliert eigentlich nur. Es ist ja auch kein Metroidvania in dem Sinne, dass du, also es hat ja nichts mit Rätseln oder so zu tun. Du musst, weißt einfach, dass wir du dahin musst. Wir gehen jetzt hier zum fünften Mal dran vorbei, ohne dass wir da ran können. Ja. Und natürlich, ich musste ja jetzt auch nicht sofort dahin, ne? Also ich habe mich jetzt einfach nur erinnert, okay, das war das eine Mal, wo wir diesen Krafthandschuh, ich stehe zur falschen Richtung, wo wir den Krafthandschuh einsetzen konnten. Ja. Und deswegen will ich da jetzt hin. Und also ich meine, blaue Blöcke zu platzieren und du weißt, okay, sobald wir blau schießen können, gehen wir hingehen. Das ist halt nicht kein Spaß und kein Belohnungsgefühl so wirklich. Ne? Ja. Also vor allem, dass es dann auch noch lila Blöcke gibt und die grauen Blöcke und. Es sind halt Blöcke. Das ist so super basic Game Design. Ich verstehe schon, das ist ja Retro und alles, aber. Ja, weiß ich nicht. Ich habe langsam das Gefühl, das CDI-Zelda-Ding war gar nicht so gut, wie ich es in Erinnerung habe. Ja. Aber also schreibt uns da gerne eure Eindrücke. Vielleicht seht ihr das ja ganz anders oder noch schlimmer, wer weiß. Also weil gerade, ne, das habe ich ja in der ersten Folge auch schon gemeint, wenn jemand nicht den Kontext der CDI-Spiele hat, dann für euch muss das doch extra rätselhaft sein. Aber danke, dass ihr bis hierhin mitbekommt, falls ihr noch dabei seid. Weil ich glaube, eine gewisse Faszination übt es schon aus. Das spielt? Ja. Aber ich habe das Gefühl, das wäre etwas, weißt du, mein Impuls ist da direkt zu sagen, werde ich jetzt nicht für diese Folgen hier groß machen, dass man das eigentlich alles so zusammenschneiden müsste. Man müsste eine kompakte Variante hiervon sich angucken. Ja. Bams. Ja, und das ist halt das nicht gut. Das ist halt einfach nicht gut. Wow! Also, hinter der einen Barriere direkt die nächste Barriere stehen. Ja, das ist nicht und dann gut. Halt eine Rüstung. Das finde ich, also das kann man machen, dass man sieht, da ist was Cooles und du weißt nicht so richtig, was es ist. Wahrscheinlich ist es einfach nur ein Damage Reduction Tool oder so. Wir kriegen halt ein bisschen weniger. Aber das machst du nicht. Du machst nicht eine Barriere und als Belohnung, wenn du dich dann nochmal eine Barriere, das ist nicht cool. Nee. Da bin ich ganz bei dir. Deswegen gucken wir uns jetzt den Strand an. Aber passende Gegner, Piratenschrimps. Nee, ist das ein Elefant. Ein Elefantenhai. Und Moskitos und Flugteufel. So random. Aber es ist sehr lustig zu merken, wie deine Geduld immer strapaziert wird. Das finde ich fast schon ein bisschen unverschämt. Ja, also eine Wall zu bauen und dann kommst du da extra hin und arbeitest dich ran und dann kriegst du als Belohnung einfach. Du siehst, dass du was kriegst, aber not now. Ja, genau. Du brauchst quasi noch etwas. Und das hätten wir jetzt zufällig haben können, haben aber nicht. Weil wir sind bei einer Kerze gerade und wir brauchen drei. Und das ist ja schon die zweite Stelle, an der wir drei Kerzen brauchen. Ja, ja. Ne? Und es stackt nicht. Und hier ist verschlossen. Und da unten ist der Schlüssel. Das heißt, da kommen wir gerade nicht durch, weil wahrscheinlich ein Dash. Ja, wir brauchen Air Dash oder sowas. Ja. Weiß ich nicht.
warum ich übrigens das mit Anzahl der Kerzen ist entscheidend, um Dinge zu öffnen, besser finde, anstatt ich muss drei Kerzen benutzen. Ja. Weil du dann mehr dieses Metroidvania hättest. Ja, also, ja, weil ja, du ja. dann Tore hättest, die du halt öffnen kannst mit einer gewissen Anzahl an Kerzen. Und so ist halt, du verbrauchst die. Ja. Und mit den Gegnern dachte ich auch gerade, ich fände es, also ich würde das lustiger finden, wenn das, wenn die Gegner, wenn sie so random platziert sein sollen, damit das super random wirkt, dann hätten sie noch abgedrehter sein müssen. Und ich finde, dann hätte man das aber auch storytechnisch aufgreifen sollen. Mhm. Also, dass plötzlich der böse Magier in dieser Welt ganz viel komische Kreaturen gespawnt hat. Yep. Und dann kannst du ja super crazy Kram machen, dann kannst du ja komplett freidrehen. Fliegende Auto-Elefanten-Roboter oder sowas. Okay, jetzt haben wir zumindest für die Welt schon mal einen Schlüssel bekommen, weil ganz am Anfang hatten wir ja das, war das ja verschlossen, das Ding? Das hast du sehr gut gemacht. Dankeschön. Ich habe mir richtig Mühe gegeben. Hat man gemerkt. So, hier geht's um da ist das U-Boot. Oh, das U-Boot! Das finde ich gut. Kannst du da drüber springen? Also, ja, das ist kein Hindernis, da geht's doch bestimmt irgendwie rein, so einen Eingang blockieren. Hättest du nicht drüber springen können? Ach, das hier ist ein Eingang. Ja, keine Ahnung. Hm. Die Musik ist auch wieder. Ist wirklich, also. Das ist alles sehr willkürlich. Also. Oh, kriegen wir tatsächlich mal eine dieser Münzen? Nee, das ist ach, eine nee, falsche ist ja wieder Farbe. Das ist die Farbe, ja. Brauchen eine andere Magie. Da, das kriegen wir aber, was immer das auch ist. So, wenn das jetzt was Gutes ist. Es ist. Blaue Magie. Dieser Zauber kann blaue Hindernisse für Feinde zerstören. Ach, das mache ich. Wechsel den Zauber durch das Drücken von R1. Achso, dann ändert sich oben links die Farbe. Okay. Das finden wir einfach im U-Boot. Das finden wir im U-Boot, ja, wegen. Und ach, das nee, bringt das uns ja nichts akut, weil wir. Ja jetzt wieder. Schlüssel, ach, da geht's noch. Und das ist verschlossen, weil wir den. Okay. Wir haben noch einen Schlüssel. Ja, aber den brauchen wir wahrscheinlich am Anfang des Levels, weil am Anfang des Levels war auch eine Tür, die man aufschließen konnte. Aber wir kommen noch. Achso, da ist der. Ach nee, hier. Ja, ist der okay. Also, ich wollte gerade sagen, dafür brauchen wir den. Ja, dass diese die Münzen machen, haben wir auch noch nicht. Nee, es sind einfach Sammel-Items. Okay. Ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich einen Effekt haben. Oh. Achso, weil ich blaue Magie brauche. Direkt sehr anderes Gameplay. Ich fühlt sich auch alles so unaufgeregt an. Ja, aber ja, nicht ja im Guten, sondern wirklich eher so im. Hm. Es ist schon nicht falsch. Was aber die sind mal Highlights. Oh, zwei. Oh! Kommen wir da oben ran? Ne, wir haben eine. Wir kommen da oben nicht ran. Es sei denn, die gibt uns jetzt was. Gib uns was. Die will er was. For 50 years I've churned this brew, but I'm missing something. What? Like fairy dust? No, silly girl. Ogre hair. Just oh, one den kennen wir ja. Schaufel im Sumpf. Genau, also da wir brauchen wir quasi Schaufel, die Schaufel, um dann ein Haar zu bekommen, um dann bei ihr. Oh. Oh? Nee. Oh, come on. Ich weiß halt nie, wo die naja Sachen hier anfangen. Dass ich hier nicht hoch darf, ist so gemein. Es scheint offensichtlich so viele Kerzen nötig zu sein, um im Spiel weiterzukommen. Ja, vor allen Dingen, jetzt wissen wir nicht, ist das irgendwas, was optional ist oder ist das was Wichtiges? Weil wir dadurch, dass wir ja nur. Ne? Na, ich glaube, hier ist wirklich nur das Herzteil hinter, würde ich jetzt vermuten. Aber es sieht anders aus als das. Also, deswegen ja bin ich gerade so. Ich weiß es halt auch nicht. So, ich würde gerne nochmal an den Anfang, weil ich glaube, wir können jetzt hier rein. Weil den Schlüssel hat er sich ja gemerkt. Ach so. Ja. Okay, das ist gut. This is the best fish in the kingdom. But it's missing something. What could it be? Have you tried seasoning? Seasons? Like winter? Get out of here! Unless you can make it snow flavor. You're wasting my time. Was? Okay, nichts. Ja, weil wir Seasoning brauchen, wegen Seasons. It's just a joke. Deswegen sollen wir etwas bekommen, etwas mit etwas kommen, das nach Winter schmeckt. I guess. Ist das jetzt wirklich? Weißt du, was wir nicht noch einmal noch nicht, also nicht mal im Ansatz benutzt haben? Was denn? Den Dash. Und das hier? Ja. Da kommst du ran? Nee. Nee. Hä? Ist das Netz ein. Ich kann wahrscheinlich aufs Netz rausspringen. Ja. Uff. Okay.
Schieß alle Türen. So, jetzt. Oh. Gehen wir erstmal nach unten. Ich hätte erst die rechts machen sollen, ne? Ist oh, egal. Jetzt wird's langsam ein Puzzle. Ja. Naja. Puzzle willst du noch nicht nennen. Naja. Aber we're getting somewhere. Aber irgendwie einen Dash oder sowas fehlt dem Spiel wirklich. Ja, wir haben doch einen Dash. Naja. Ein guter Dash. Ich bin damit leider nicht so schnell. Ja, das stimmt. Irgendwas, was das Spiel beschleunigt. Weil der Kampf ist ja auch so super rudimentär. Ja. Und es hat gerade eigentlich nichts, was das irgendwie besonders macht. Also, was es modern macht, eigentlich. Spielerisch hat es spielerisch, genau. Das ist auf jeden Fall was Besonderes in Sachen. Ja, ja, das in Kontext auf jeden Fall, aber ich meine wirklich spielerisch irgendwas, wo man sagen würde, das ist modernisiert worden. Jetzt frage ich mich allerdings auch direkt, wo machen wir denn? Jetzt haben wir halt die blauen Barrieren. Ja, ne? Das müsste man eigentlich jedes Level nochmal durchgehen und die blauen Barrieren. Allein hier gibt es doch schon blaue. Ja, richtig. Und auf der anderen Seite ja auch. Und bei dem Mage auch. Also es gibt jetzt überall halt eigentlich Sachen, die wir. Und dafür ist es sehr. Warum kann ich hier nicht? Ja, musst du dashen oder durchcrouchen? Oh, crouchen ist ein Haben wir bisher auch noch nicht gemacht, aber geht. Habe ich gesehen. Ja, du hast es nicht. Ah, nein. Also, warum muss man. Weil Kerzen brauchen wir ja wirklich. Also. Ja. Die ist sehr gut. Davon bitte mehr. Brezeln. Das sieht sehr gut gezeichnet aus. Oh, Seasoning? So, business is booming then, Maki? Yeah. Die Animationen sind das Beste. Especially in these dark times. You provide an invaluable service to the kingdom. Oh, Herzchen. Say, after you defeat Dimer, do you think we could get a coffee or something? Oh. It's a promise. Oh. Then I hope you beat him soon. Oh, mehr nicht? Ich wollte gerade fragen, haben wir jetzt keine Quest von dir bekommen oder so? Sammle Rubine. Oh. Wie musst du einsammeln? So viel du kannst? Das ist die alte Super Mario World. Oh ja. Variante. Wie ich das hier mache. Oh, nice, Tom! Und wenn du jetzt noch unten noch einmal langläufst. Oh, hast du fast alle. Okay, wir können keine mehr einsammeln, das ist halt blöd, aber wenn wir alle haben. Stimmt, wir sind voll. Ja, I'm done. Und dann stehst du noch rum für 5 Sekunden. Wir hätten vorher ausgeben sollen. Brauchen wir irgendwie, ist aber auch irgendwie, ich frage mich, wenn ich das nochmal mache. Ich weiß nicht, ob man nochmal rein kann, ich glaube fast nicht. Achso, meinst du das Way? Ja. Ja, das ist gerade komisch. Brauchen auf jeden Fall irgendeinen Money Sink. Ich meine, wir können uns ja auch nicht das 999er Ding jetzt. Nee, eben, deswegen wird irgendwo noch ein größeres Portemonnaie rumliegen. Das ist auch total weird, ich hätte auch gedacht, dass da irgendwas. Dass man weiter gucken kann, ne? Aber ging's rechts weiter? Nee, da kommen wir noch nicht hier hoch. Drin? Ach nee, hier war es das Lieder, ne? Das Ding, was im Weg ist. Okay. Und nach rechts kommen wir nicht weiter, weil wir da nicht drüber kommen. Hier kommen wir nicht drüber. Aber vielleicht soll man auch nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt aber noch was einkaufen. Auf jeden Fall. Und dann, ja gut, muss man eigentlich durch jedes Level nochmal durch. Eigentlich schon, ne? Weil es gibt in jedem Level was Blaues. Oh, ist was Neues. Was ist das denn? Was ist das? Oh, ja. Kraftschein, damit wir den Powerhandschuh hier benutzen. Ah, okay, das wäre vielleicht auch. Kann man uns ja mal einmal holen. Das macht dann, sind auch 3. Dann hole ich nochmal neue Dingsies. Wie viele Bomben haben wir? 24 ist mehr als genug. Ich würde von dem Powerstein vielleicht noch. Obwohl, naja, wie viel? Doch. Doch. Meinst du einfach, dass man genug hat? Ja. So, und dann vor allem hiervon. Vielleicht beim Schmied gleich nochmal reingucken, ob man vielleicht doch so langsam. Aber wir haben nichts gefunden, ne? Wir haben jetzt nichts. Also wüsste ich jetzt zumindest nicht, was. Ne, hätte ja sein können, dass so Progression das irgendwie freischaltet, aber. Nee. Also bisher war das Spiel ja relativ straightforward, wenn es hieß, irgendwo gibt es was Neues. Aber ich glaube, in der Stadt war jetzt nichts mehr. Nee. Aber nicht noch den Wald. Ich war da noch. Doch, da waren aber auch blaue Hindernisse. Lass uns doch mal in den Wald gehen. Wirklich? Ja, dass wir es einmal durch haben, Tom. Dann nie wieder den Wald. Kriegen wir den jetzt? Nee, kriegen wir nicht, weil wir brauchen ja 3 Kerzen. Nee, ich gehe hier erst wieder rein, wenn ich 3 Kerzen habe. Ja, dann fehlt uns nur eine Kerze, hast du recht. Ja. Weil die eine Kerze, zu der komme ich ja auch nicht, weil uns der Double Jump fehlt. Da haben wir aber alle Kerzen.
hier haben wir alle Kerzen. Da fehlt nur ein Sack und ein Medaillon. Genau, also alle Gegenstände. Aber war da war was Blaues, ne? Da waren auch Blaue. Ja, komm, rein in die Höhle. Rein in die Höhle. Rein ins Erdloch. Mit den passenden Gegnern wie Fledermaus. Mann, wie du einfach jeden Stein mitgenommen hast. Ja, Mann. Sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, fuck this game. Oh, für den Frosch. Froschmann. Ein glänzender Leckerei für Froschadel. Froschadel. Froschadel ist eigentlich ein super Twitch-Name. Und dann hast du hier direkt wieder die nächste. Froschadel, ja. Oh, ich bin jetzt scheiß Mats mittendrin, ey. Ich nehme hier über einen Froschadel. Möchtest du... Nee. Hä? What? Sorry. Wer ist denn das gemacht? Ich habe Touchpad gedrückt und... meinst du, es gab es jetzt hier noch mal? Ich glaube ja. Irgendwo gab es, glaube ich, noch was. Ich glaube, immer nur als Abkürzung. Ich glaube, es ist was Rotes. Da fällt man runter. Das ist bestimmt... Mal von wo? Na, hinter der Wand der Silbernen, dann hätte ich was gesagt. Der, Achso, ja, der Lilanen. Ja. Stimmt, und hier war nur das Extra da ja, unten. Okay. Ja, dann weiß ich gerade nicht, weil auch alles irgendwie so ein bisschen verschwimmt jetzt bei mir in Erinnerung. Ja, das sich zu merken, es müsste irgendwie noch klarer markieren, ja, hier gab es blaue Wände oder sonst irgendwie. Ja, na, wenn sie dir schon alles an... Ich meine, eine gewisse Herausforderung kann man ja trotzdem irgendwie stellen, das verstehe ich schon, aber... Es ist nur so viel und das, was du dir merkst, sind ja so Sachen wie, okay, jetzt eine Farbe von etwas, also es ist nicht mal... Ja, 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 da ist eine Barriere oder nicht, ja, ja. Ja. Und das meiste, was wir, also wenn wir, dass es immer noch keinen Double Jump gibt, ist wirklich auch fies. Und man kann auch nur 250 von diesen Dingern einsammeln, auch gut zu wissen. Kannst du nochmal gegenhauen? Ich würde, obwohl, dann sind wir drin. Ich hätte nur geguckt, ob man noch einmal, ob man diese Dinger nochmal machen kann oder nicht. Ich glaube schon, sonst wären sie wahrscheinlich nicht da. Ja, ich dachte nur oder abgehakt 200, im Sinne von, dass es gemacht wurde. 250 ist scheinbar das Maximum vom. Da ist. Ach ja, willkommen zur Schnecke. Ja, right. Die habe ich schon wieder vergessen. So. Wie würde ich so sprechen? Jeez, I'm hungry. Oder anything wie eine Truppe. I can go for something real funky, you know? I'll see what I can find. Aber wir kriegen bei allem nur Fetch-Quests. Ja. Weißt du? Jeez, I'm hungry. Das ist sehr gut synchronisiert, ich mag es sehr. Okay. Something funky. Das hier ist das ist für einen Frosch. Ja, das wird uns ja so klar angezeigt. Ja, aber interessant, dass jetzt hier nicht nochmal ein Icon kommt mit der Schnecke. Also. Nee, wieso? Nee, das ist ja, wenn wir Items haben, die wir nutzen können für andere. Also der hat uns ja auch schon angezeigt, für wen es ist, obwohl wir da noch nie waren. Das stimmt. Das ist auch so ein bisschen so, Also etwas, das funky ist für die Schnecke. Seasoning wird wahrscheinlich dann die sein. Das Oberhaar. Ja, vielleicht gibt er uns jetzt noch mal. Eine Silbergrille, nicht ganz ein Protein-Pillendreher, aber. Ja, warte mal, da gibt uns doch nur Kohle jetzt. Ein gar göttlicher Genuss. Oh ja, eure Belohnung. Ich werde euch ganz beträchtliche Anzahl von Rubinen mit euch tragen können. Oh! Ah, ja. Ja, er updatet unser Portemonnaie, aber er sagt uns nicht, wie viel. Das sehen wir auch nicht. Ja, aber das auch. Genau, es fehlt ein bisschen. Das hätte man ja mal machen können, ne? Dass du irgendwie hier ein Item hast, das ist dein Portemonnaie. Aber wahrscheinlich dann jetzt 1000. Ich sehe mich selbst als königlicher Gefolgsmann. Ich bin sicher, wenn ich genug aristokratische Arthropoden esse, werde ich meinen Weg an den Hof finden. Auch ein guter Twitch-Name. Ja. Aristokratische Arthropode. Gut, dann... Können wir jetzt Rubine sammeln, um uns dieses Ding zu holen? Dann singt er uns wahrscheinlich einen Insider-Gag, den wir nicht verstehen. Das kann sehr gut sein. Okay, wir haben das jetzt... glaube ich, so weit erschlossen, wie wir konnten. Ja, dann wir haben jetzt keine direkte Quest genommen. Wir können eigentlich nur gucken, aber gab es Schaufel? Schaufel? Weiß nicht, doch, da gab es auch was Blaues. Gab in jedem Level, glaube ich, was Blaues. Im Sumpf ist auf jeden Fall was. Der Sumpf sieht hier sehr viel interessanter aus, als er dann tatsächlich war, muss ich leider sagen. Das war da oben ist auch schon der Sumpf war doch komplett fertig, oder? War er komplett fertig? Also mit dem, was wir... Also zumindest... kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass hier irgendwas Blaues war. Ja, dann lass uns vielleicht erstmal Wüste machen. Ah, aber das ist aber wirklich frustrierend, dass ich jetzt einfach... Und bei dem fünften, der Schlucht, da war auch noch was. Da war auf jeden Fall was Blaues, da erinnere ich mich dran. Hier? Ja. Komm her, du. Bams. Bams. Boah, wie der das schnell spielt. Der kurz umgedreht ist. Okay, aber Munitionsmangel hatten wir zum Glück bisher nicht.
Nee. So ein Herzchen wäre mal gut. Ja, ich meine, wir haben ja schon einen Herzteil mal gesehen, aber... Ein Herzteil? Du meinst das ganze Herz? Das ganze Herz, ja, so, ja. Ja. Ich sag immer Herzteil. Fair enough, fair enough. Vollständig ist es. Es ist halt einfach nervig, dass die so viel Leben haben und ich die nicht richtig spammen kann. Ich verstehe nicht, warum sie das so gemacht haben. Weil jetzt keine erfahrenen Videospiel... Ja, Leute, die Spiele spielen, also. Ja, manchmal ist es aber auch kurz vor Wochenende und denkst, ja, du willst ihn jetzt auch nicht am Freitag irgendwie sagen, du. Ich kann mir schon vorstellen, dass da eine Intention hintersteckt, aber ich weiß es nicht. Vielleicht überdacht oder sowas. Über, wie sagt man? Über. Ja, wenn man. Overthinking. Overthinking. Zerdacht. Zu viele Köche. In Germany, we say, zu viele Cooks. In Germany. Da kannst du nicht meckern. Ach, dumm. Den hast du noch gut gekriegt. Ja, ich gut abgefangen, das Projektil. Ja. Ich glaube, also, vielleicht traue ich dem Spieler auch ein bisschen viel zu, dass das so Teleportation zu den einzelnen Laternen. Was war denn hier? Ach, hier also war da das. Sind wir, genau, da sind aber wir nicht weitergegangen. Da war auch eine blaue Barriere, glaube ich. Ich glaube, bei den NPCs war eine blaue Barriere. Okay. Ja, dann vielleicht mal gucken, was hier oben ist. Hier oben hatten wir einmal durch eine Kerze mehr erreicht. Ach, stimmt. Ja. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr exakt. Da war, das war der Bosskampf, okay. Und da ging es nicht weiter, ne? Nee, nee, okay, nee. Dann ja, gehen dann wir mal nach da unten. Und dann hoffen wir... Achso, hier. Hoffen wir mal, dass es da was Neues gibt. Das müssen wir uns jetzt nicht nochmal angucken. So. Stimmt, da gab es den. Ach Gott. Durchgeklippt. Nehmen Sie nach rechts noch weiter? Nee, hier war nur Bonus-Item. Lampenöl, okay. Und da oben war das blau und rot und das noch eine. Okay, das ist immerhin eine. Weil dann haben wir jetzt genug Kerzen. Um uns entweder das Herz zu holen oder im Wald. Naja, den Wald könnte man jetzt mal. Da. Was war denn dahinter versteckte Rüstung? Oh, hier sagt es uns jetzt auch. Ja, im Wald ist eine Rüstung. Also aber eigentlich würde es ja mehr Sinn ergeben, wirklich Progress zu machen. Ja, dann lieber Progress. Weil wenn das im schlimmsten Fall eine Damage Reduction ist, wo ich gerade nicht 100% weiß, ich auch nicht, was es hier war. Aber es ist erst gekommen, nachdem wir die Kerze eingesammelt haben. Ja, ja, deswegen denke ich auch gerade. War hier was mit Kerzen? Muss ja. Habe ich gut gemacht, habe ich jetzt genau runtergestellt. Wir sind so tief drin. Wir haben mehrfach bewiesen, dass das spielerische Können ist vorhanden. Naja. Ups. Bin ich Elden Ring platiniert? Platiniert? Nee, um Gottes Willen. Hab ich einmal durchgespielt und das war schon ein Akt. Hast du Spiele platiniert? Auf PlayStation? Sehr wenige. Nur die, wo es einfach ist. Telltale-Spiel oder so. Wo schwerer ist, keins zu kriegen. Die du einmal durchspielst, dann hast du Platin. Stimmt, okay, das wäre ich. Glaub, ich bin eigentlich nichts. Niemand, der groß auf Achievements oder so achtet. Wo war denn jetzt hier? Ich bin sehr irritiert, weil jetzt kommt doch gleich schon die. Ja, ne? Hier waren wir ja schon überall. Da oben ist ja nur das. Ach, das ist nur. Kann ich irgendwie beide Farben gleichzeitig benutzen? Ich hätte, ja, das klingt aber so, als wäre das auch eine neue. Eine neue Fähigkeit. So, Tom, jetzt. Du kannst einmal dich heilen. Einfach mal, dass wir es gemacht haben. Aber. Stimmt, nur, dass man es mal benutzt hat. Toll. Auch da, besserer Soundeffekt. Müsste was anderes machen, als einfach nur. Was schlucken. Ja, genau. Mhm. Sie sagt doch insgesamt wenig. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm, dass wenn sie. Achso, da oben ging es weiter. Da ging es weiter. War's. Okay, let's go. Oh. Oh, Boss. Natürlich, eine Katzenlady auf dem Eisberg. On top of a peak? Does Daimer pay that well? Oh, what's your salary? Is the spoiled princess gonna preach to me? If I'm preaching, you better pray. Ugh, oh, you're so boring. You'll be more interesting dead. Die, also, alleine gut, für diese Animation. Viel oh. Oh, Dash? Ja, okay. Okay. Ich glaube, du hast eine valide Strategie entwickelt.
Wenn sie kommt, schießt sie ins Gesicht. Die Musik ist... Also wirklich. Kampf auf Leben und Tod auf dem Eisberg gegen die Katzen-Lady-Song. Oh. Jetzt wird schwerer, weil es fallen noch Steine runter. Und sie wirft. Oh, und sie macht auch. Aber jetzt läuft sie dir nicht mehr hinterher. Sie läuft dir auch mal hinterher. Aber sie ist jetzt gleich tot. Gitarren-Solo. Da bist du nur durchgelaufen. Die sind alle nicht so schwer. Die geht aber einfach sehr gut. Ist einfach tot. Ist zerberstet in tausend ja, Teile. Jetzt müsste überall so Blut rumliegen. Also wir haben schon erstaunlich viel ja, von wir Joule. Ja, das ist aber noch nicht, das ist noch nicht das Ding. Nee. Das ist so, hier jetzt noch eine coole Fähigkeit. Nur ein Kraftstein. Ja, das ist halt das Ding. Wir haben jetzt zwar mehr von dem Kristall, aber keinen das überhaupt nicht weiter keinen Fortschritt. Obwohl. Nee, stimmt, wir haben ja kein Beacon geleitet. Und jetzt fehlen uns wieder die Kerzen. Jetzt müssen wir neue Kerzen sammeln. Da hätte ich lieber das Herz genommen. Nee, ach, weiß ich nicht. Hätte ich lieber die Rüstung genommen. Was war denn? Der Vulkan haben wir bisher sehr wenig gemacht, weil der richtig scheiße ist. Ja, weil man ist so weit runtergefallen an der einen Stelle. Und dann haben wir da unten doch das bekommen für die Frosty-Frau. Aber waren wir da recht schon? Nee, da waren wir noch nicht. Ja, kommst du da überhaupt rüber? Ja, das ist die viel wichtigere Frage, Mats. Aber scheinbar nicht. Hier macht man ja auch diese Schalter und dann bin ich irgendwann so weit runtergefallen, dass ich nicht mehr. Den hast du da nicht gemacht. Den hast du nämlich, glaube ich, verpasst. Das ja, ich glaube auch. Aber also, dass das mal ein anderes Art von Level-Design ist, finde ich ganz schön. Also, dass man quasi runterfällt. Okay, eine Weil Kerze. Hier haben wir eine Kerze, okay. Fehlen uns nur noch zwei. Hat sich schon gelohnt. Um ein Item zu kriegen, das wir vermutlich nicht brauchen. Hey, Mats. Vermutlich. So, jetzt darfst du das nochmal machen oder fällt es jetzt runter? Nee. Cool. Das ist gut. Das finde ich gut. Das weil zumindest gemerkt. Das ist gut. Respekt. Aber hier gibt es dann, glaube ich, nichts mehr. Weiß ich nicht. Warst du dann nach ganz rechts? Beim letzten Mal war ich rechts. Ach so. Das habe ich alles schon wieder vergessen. Ach so, da gab es was, aber das bringt uns nichts, weil wir in der Lava sofort sterben, ne? Ja. Da unten stirbt man etwas vor. Also, es sind aber auch nur Itemsäcke, also. Come on. Haha, ihr müsstet euch jetzt gegenseitig treffen. Ich würde aber nochmal probieren. Das ist ja ein sehr kurzes Level eigentlich. Ob man hier da irgendwie oben, rüberkommt. Ob ich hier irgendwie... Ja. Es sieht so aus, als müsste man, ne? Ja, du dachtest, diese nutzlose... Ja, vielleicht hat es doch irgendeinen Nutzen. Ich wollte es mal ausprobieren, Mats. Wärst du beeindruckt gewesen? Ich wäre sehr beeindruckt gewesen. Ja, ich hätte aber gesagt, das ist Cheese. Cheese. Okay. Ich dachte, ich könnte irgendwie... Ja, ich glaube, da, also uns fehlt ein Dash oder irgendwas. Ja, wir kriegen irgendwie einen Air-Dash. Wir lassen auch nochmal in den Sumpf gehen. Den Sumpf, ich glaube, das ist bisher mein Lieblingslevel. Ich glaube aber nicht, dass hier... Ich meine, vielleicht doch, wer weiß. Irgendwas mit dem blauen... Ich finde, das ist auch so halb sumpfige Musik. Aber ich hätte auch da... Ich hab so direkt Sumpfmusik im Ohr. Jetzt ist es schon nicht mehr sumpfig. Nee, dieses... Ich hätte das dadurch klingt aber jede Musik sehr gleich auf mich. Also. Langsamer auf jeden Fall. Viel langsamer. Und ja, so mit dem Banjo. Wo ist das Banjo? Da fehlt uns auch der Doppelsprung bei dem einen Ding. Es ist bestimmt kein Doppelsprung, es ist bestimmt irgendwas, an das wir jetzt überhaupt nicht denken. Ja, es wird irgendein. Vielleicht so schweben Twist oder Twist haben. Oh, das ist aber wirklich nervig. Lass mich alle in Ruhe. Nein. Ah. Ach, dass der auch so einen Cooldown hat, der Dash. Wenn ich den wenigstens richtig Dieser spammen Dash. Könnte. Wenn ich ihn richtig spammen könnte, wäre er cool. Da ist auch noch eine Laterne, hätte ich fast gesagt. Eine Kerze, ja. Stimmt. Oh. Ach, komm schon. Kannst du rechts auf das... Nee. Hä? Ja. Es ist ein Videospiel, das einfach nur durch Gating funktioniert. Du hast überall die Sachen, die du gerade nicht machen kannst, weil dir Fähigkeit XY fehlt. Da hatte ich sehr emotionslos aus dem Spiel genommen. Das rechne ich ihm hoch an. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich verpasse was.
am Spiel generell. Ja? Ja. Dass irgendwas nicht klickt oder dass irgendwas ja, nicht genau, versteht? Dass irgendwas irgendwie gerade... Das sie. Aber für sie haben wir ja noch nicht den, die Schaufel. Ich wüsste auch nicht, wo man jetzt das Schaufel hinkriegen soll. Ja, ich weiß, was du meinst. Es fühlt sich halt alles so unzusammenhängend an, so ein bisschen. Oh, hier ist blau. Ah, ja. Ein Schlüssel. Okay, wo war denn was verschlossen ist? Kommst du dann nochmal rechts weiter eigentlich? Muss ja. Ich meine hier unten. In der Höhle. Achso, in der Höhle ging es so wie nicht mehr. Ich kann nochmal testen. Ja, ich glaube. Nee, ich glaube, das ist einfach das Spiel. Ja, ja. Und ich glaube, wenn man auch nicht so viel erwartet, klingt jetzt gemein, aber wenn man so sagt, okay, ich möchte einen netten kleinen Plattformer irgendwie haben. Und trotzdem ein gutes Leveldesign und so, kann man schon erwarten, so. Da, stimmt da oben. Und Retro-Leveldesign muss dem nicht im Weg stehen. Genau, es ist mehr so dieses... Oh! Oh, Tom, das sieht mir noch aus wie etwas, das wir havern können. Oh, mit diesem kannst du in der Luft noch einmal springen! Ey, so jetzt wird's das beste Spiel der Welt. Oh, jetzt müssen wir jedes Level nochmal machen. Und hier ist der Ausgang dann einfach noch. Oh, guck mal, ich kann das einfach mit einem Double Jump machen. Finde den Ausgang. Kein Problem. Soll ich Rubin noch mitnehmen? Oh ja. Ach, guck mal. Ja, Rubies. Okay, so viele Rubine brauchen wir ja nicht. Naja, ich meine, 1000 brauchen wir nur für den Song. Das stimmt. Wir brauchen nur Oh, jetzt kannst du eigentlich das Level direkt nochmal neu starten. Eigentlich damit hätte du dir zwei Kerzen mitnehmen kannst. Stimmt, aber da können wir doch einfach nochmal zurückgehen, oder nicht? Ja, wir sind nicht schneller nochmal, weil... Nee, so weit weg waren die doch nicht. Jetzt kannst du stimmt, sagen... Ich kann ja damit... Oh. Warum kriegt man es erst so spät ja, und das so random früher, im das Sumpf? Das muss früher. Und das hatte ich auch gerade gedacht, die Items sind nicht so sortiert, dass ich sagen würde, es ergibt irgendeinen Sinn. Aber es ist nicht so random, dass ich sagen würde, ich erkenne ein Konzept dahinter. You know? Ja. Es ist so einfach nur beliebig. Ah! Oh, Mann. Ja, ich sehe schon, jetzt ist es... So, guck mal, jetzt haben wir schon zwei. Jetzt musst du eigentlich nochmal, weil da war noch eine Kerze. Aber die war, glaube ich, ganz am Anfang. Ganz siehst am du, das meine ich. Ja. Achso. Deswegen müsstest du das nochmal neu starten. Na, erstmal, ja, jetzt erst kann mal. Ich ja erstmal das nutzen, um nochmal zum Ende zu gehen. Oh Gott, das jetzt werden wahrscheinlich ja alle Jump-and-Run-Elemente halt völlig egalisiert, weil einfach der Doppel-Jump das jetzt so. Ja, das ist die Frage. Sie macht. Wie sich das dann erinnert. Aber an überhaupt einen Double Jump zu haben, fühlt sich halt so viel besser ja, an. Ja. Dass ich hier halt diese Manövrierbarkeit bekomme und auch dem jetzt zum Beispiel einfach sagen kann, und so in der auf, Luft aufs Maul. Ist auch cool, ne? Genau, ja. Oh. Ja, okay, jetzt war ein bisschen viel gewollt von mir. Das gebe ich ganz. Oh Gott, jetzt hat er mich hier nochmal den ganzen Weg gemacht. Weil du da reingegangen bist, ja. So. Nix da. Der wollte werfen, hast du gesehen? Habe ich gesehen, der war schon kurz davor. Also bei diesen sehr langen Nimm Passagen. Nimm doch den Checkpoint hier, mit für alle Fälle. Bei diesen sehr langen Passagen, da lohnt es sich wahrscheinlich, da mal die Heil-Items zu benutzen. Ja, das kann sein, ja. Oder sich jetzt wirklich gleich die Rüstung und oder das Herz zu holen. Nee, und ist Quatsch. Ja, was holen wir uns dann, ne? Ich finde die Rüstung spannender, aber wenn es einfach nur ein Herz mehr ist, würde ich sagen, bei der Rüstung hätte ich halt direkt so die Hoffnung, dass auch sich optisch was verändert. Genau. Wird nicht passieren. Meinst du nicht? Ich möchte nur deine Erwartung Doch. Ein bisschen runterziehen, ich damit ja du dann... Da rein, waren wir damit ich... Achso, schlau. Das da unten sieht übrigens, guck mal, das hier drunter, ja, das sieht aus, als ob ich da rein kann. Mach mal. Du bist doch ein Fuchs. Oh. Achso, wir wären dann einfach, hier war ja die rote Barriere. Ja. Wir hätten einfach von unten. Aber dann hätten wir doch nicht die blaue hätten wir auch so nicht gebraucht, ne? Wir haben den die hatten wir gebraucht, um den Schlüssel zu kriegen. Wahrscheinlich wäre da unten auch ein Schlüssel gewesen. Nee, ich glaube nämlich nicht. Kein Schlüssel gewesen. Glaube, der Schlüssel war hinter der blauen Barriere. Genau, gewesen. Wir hätten das also uns schon holen können. Ich glaub, nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, die Tür war auch abgeschlossen. Wenn nicht, ärgere ich mich ein bisschen. Also warum ist es dann versteckt? Also würde es halt keinen Sinn ergeben. Das stimmt. Das finde ich krass. Weil hätte das ja uns vieles einfacher gemacht von Anfang an. Weil jetzt sagt er nämlich, okay, aber wir können und ja jetzt alles machen.
Ja, und auf dem Balkon hätte ich fast gesagt, auf dem Vulkan. Wir können jetzt wirklich den Wald beenden, wenn wir drei Kerzen haben. Komm, wir holen uns noch die Rüstung. Als Finale für diese Folge. Haben wir denn drei Kerzen? Nee, uns fehlt eine Kerze. Ja, weil im Sumpflevel noch eine war ganz am Anfang. Die hast du ignoriert. Ach stimmt, du meintest ja, im Sumpflevel ist noch eine. Da ist auch noch nicht abgehakt. Da oben. Ach, da oben, da muss man von rechts irgendwie rüberkommen dann. Ja, ja, ich meine, da sind ja Jump'n'Run-Sachen angelegt hier. Aua. Ach, come on. Come on! Hat das Spiel gerade nochmal die Kurve gekriegt, weil ich jetzt gerade so bin, okay. Ja, jetzt also öffnet wenn, sich halt wieder. Wenn viel. Die Rüstung jetzt noch halbwegs cool ist, vielleicht machen wir doch noch eine Folge. Alter, das ist ja das halbe Level, ist ja der. Das ist nicht so cool. Vielleicht machen wir ja nach dem Ding hier Feierabend. Ja, guck mal, von hier kann ich jetzt dahin. Um dann jetzt hier so eine richtige Jump'n'Run-Passage zu haben. Das finde ich aber lustig. Weißt du, was dem Spiel fehlt? Damage Pushback. Ja. Cool. Bam. Jetzt müssten wir alle haben aus der Welt. Und dann können wir jetzt den Wald beenden. Komplett. Dann können wir jetzt den Wald beenden. Komplett. Weiß ich nicht, auf ihn komplett. Doch. Alles? War da nicht noch ein lilanes. Ich hoffe nicht. Kannst hier, guck mal, jetzt ist aber auch so. Jetzt denke ich, kannst du dann nach links rüber? Oh, stimmt, du hast recht. Mats. Ey, was ist hier? Mats. Gut, dass du es gesagt hast. Da ist die Münze, da kommen wir. Das war die ganze Shortcut. Oh mein Gott, war das die ganze Zeit hier? Oh, das will. Ich hab das vorhin gesehen. Ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, das ist einfach nur ein visueller. Wegen den Helden dort? Nee, weil man da so ein bisschen diesen Durchgang durchscheinen sieht, da, siehst du? Ja, den ja. Fußboden. Aber wie kriegen wir die Münze? Da kannst du auch durch. Oh mein Gott, Mats. Gut gesehen. Ich hab's einmal verstanden jetzt. Ach du Scheiße. Und das ist dann auch eine Abkürzung. Ja. Dass man nicht mehr das ganze gottverdammte Level jetzt noch weiß ich nur nicht, ob wir. Nee, wir müssen noch einmal kurz zurück, weil da war noch eine Kerze. Ja, ne, meine ich doch. Stimmt, die Kerze hätten wir ja auch gerade machen können. Wir kriegen ja eine Kerze hier. Waren wir hier beim Blauen? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, wir wollen hier nicht nochmal drin mit denen. Weil das. Also, da muss ich jetzt sagen, das ist schon befriedigend. Vielleicht, es wird ja auch befriedigender, je länger man sagt, Mann, was ist das denn? Du kannst aufgeladene Magie abfeuern, halte dafür Viereck. Schwertwelle? Oh, aufgeladene Magie. Oh, ich kann einfach meinen. Kostet mich das irgendwie? Sieht nicht so aus. Nee. Ja, ich hab einfach einen. Wie du einfach eigentlich sehr coole Sachen so random findest, ist merkwürdig. Also, genau, das ist super. Das verschenktes alles. Potenzial. Aber gut, wir meckern sehr viel. Könnte man sagen, ja, wie viele Spiele habt ihr denn schon entwickelt? Nee, das ist ein scheiß Argument. Wer das ernsthaft benutzt, der hat, glaube ich, sehr viel nicht verstanden. Von wie Kritik funktioniert. Wie viel Kritik hast du schon? Achso, nee, das ist ja. So, guck mal, jetzt kommen wir nämlich hier ran. Bams. Und war nicht am Ende auch noch irgendwas? Also am Ende so, war ist die halt Rüstung. Die Rüstung, ja, genau. Die wollen wir uns jetzt auf jeden Fall holen. Schade, dass ich hier nicht noch weiter nach oben kann. Aber das meine ich so, das ist dann wieder ein cooles Metroidvania-Gefühl. Also das hier mit der Abkürzung hier, das finde ich ein super Einbau von einem Secret. Wenn man weiß, dass es sowas gibt. Wo war denn das in diesem Fuchsspiel? Wie hieß denn das? Tunic, ja. Das war unfassbar. Ja, das ist das ganze Spielkonzept. Ja. Aber ich würde sagen, es ist insgesamt sehr viel eleganter Design. Ja, klar, das ist kein Vergleich. So, hier unten war ja nur der. Genau, Dings, Aber da kannst du doch hoch jetzt da, ne? Ja. Achso, da müssen wir hoch. Aber da sind wir immer hoch, ja. Die Items noch mitnehmen. Oh, halbes Herz noch. Die einmal heilen, ich das kann nicht. Einmal. Ja, oder? Könnte ich auch sterben lassen, aber könnte ich auch einmal heilen. Schade, dass es nicht mehr Damage macht, ne? Es ist immer noch der gleiche Damage-Output, egal wie ich die Gegner treffe. Ich mache immer den gleichen. Also das Schwert kann man ja auf jeden Fall noch aufleveln, das würde uns ja auch. Ja, also der Schmied muss ja irgendwann eine Rolle spielen. Ich frage mich, was der Alchemist dann macht. Was dessen Ding sein wird. So, jetzt sind wir nämlich hier einmal am Ende. Ja.
Crunch. Und dann kommt man hier rein und dann, ne, so. Und deine Schadensresistenz hat sich jetzt verdoppelt. Magisches Kettenhemd. Hat sich irgendwas geändert? Ich weiß nicht. Nee, wir sehen doch genau gleich aus, oder nicht? Bams. Okay, dann kommen da auch noch ein paar Sachen. Ja. Schade. Ich glaube, wir sehen genau gleich aus. Also ich Wenn man sich schon fragen muss, ob wir genau gleich aussehen, ist, glaube ich, schon schlecht. Aber wir haben auf jeden Fall kein sichtbares Kettenhemd an. Ich meine, das hat sie wahrscheinlich drunter, aber trotzdem. Das, ja, okay. Ja, dann wird das Herz uns einfach nur... Uff. Also, ja, krass. Also für die Folge ist es auf jeden Fall vorbei. Ich setze mal ein Fragezeichen dran, wie es weitergeht. Eif schon, also weil jetzt läuft's und jetzt hat man auch ein Doppel und ich denke so, okay, jetzt steht uns so viel offen. Ja, ich weiß. Es wirkt auch so, als wären wir locker schon im so Dreiviertel. Das ist eine gute Warte mal, jetzt können wir tatsächlich aus. Wir sind bei 38. Ja. Ein Drittel des Spiels. Dreiviertel. Ich glaube, dann. Ich frage mich halt, wie man durchkommt durch dieses Spiel. Ob das dann einfach smooth ist von jetzt an oder. Ob die nächste. Ich könnte mir halt Factory sehr gut kommt. Vorstellen, weil wir schon so viel vom Jewel haben. Es muss ja irgendeinen Twist noch geben, weißt du? Dass irgendwie was passiert, wo das Spiel dann sagt: Jetzt sind wir, jetzt machen wir was anderes. Jetzt sind wir plötzlich Zelda, das andere Ding. Von oben, von Zeldas von Adventures. Pass auf, mein Vorschlag. Dem Spiel zutrauen. Wir machen noch eine Folge mit dem Ziel, den letzten Chart zu finden. Okay. Und dann einfach öffnet sich wahrscheinlich alles und wir sagen, oh nö. Kann ja auch sein, dass das Spiel sowas macht, wie jetzt nehme ich dir wieder alles weg und du fängst wieder von vorne an, machst das nochmal. Ja, maybe. Aber das wäre vielleicht eine Idee. Wir denken dazu nach und ihr werdet daran sehen, ob noch eine Folge kommt ist oder nicht. Genau. Wie wir uns entschieden haben. Und wenn nicht, könnt ihr in 3 Jahren schreiben, ey, wolltet ihr hiermit nicht mal weitermachen? So. So oder so. Besucht Mats twitch.tv/matsmittendrin und besucht uns bei patreon.com/hookzeddy.de/hook. Und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.